Die Aussicht auf Heilung kann noch so verlockend sein, die Angst, sich anzustecken, zu verletzen oder zu beschmutzen, ist größer. Und hier kommt die VR-Brille ins Spiel. Unser Ziel ist, hier Hürden zu reduzieren, dadurch, dass die Stimuli, die Reize, die eben mit ganz viel Angst einhergehen, digital sind und Menschen sich das eher zutrauen. Per Mixed Reality kann in ein Behandlungszimmer beliebig viele sogenannte Stimuli gebeamt werden. Von der Therapeutin kann die Patientin gebeten werden, die Ekel- und angstauslösenden Gegenstände anzufassen oder einfach nur die Situation auszuhalten. Je nach Bedarf kann die Exposition angepasst werden. Nach links Wenn ich ab. Sonst in einer Praxis oder meinen Boden, würde ich ja nicht einfach rote Farbe verteilen oder Blutstruktur verteilen. Das kann ich digital machen. Das heißt, wir haben sehr viel mehr Möglichkeiten. Besonders bei der Therapie von Ängsten wird die Technik erfolgreich eingesetzt. Dr. Stefanie Grabhorn ist gerade dabei, in der Eppendorfer Tagesklinik Blumenburg ein entsprechendes Therapiezentrum aufzubauen. Dass sich das menschliche Gehirn durch virtuelle Realität täuschen lässt, weiß man schon seit Jahren. Jetzt wäre natürlich noch interessant, ist es vielleicht sogar an manchen Stellen besser? Und da wird ja sehr viel geforscht. Dazu gibt es noch sehr wenig Studien, die das jetzt irgendwo wirklich im Vergleich sehen, ob eines von beiden Methoden, also Realität oder virtuelle Realität, besser ist. Aber man weiß, es wird genauso gut. Und damit habe ich ja schon ein weiteres Hilfsmittel, was sehr wertvoll ist. Obwohl der Patient weiß, dass die Situation nicht real ist, reagiert sein Gehirn mit gewohnter Panik. Und dann rechts abbiegen. Nennt man das. Wenn das da ist, dann reagiere ich auch körperlich und emotional so, als wäre ich in der Szene. Und dafür muss es gar nicht so perfekt sein. Es reicht oft eine relativ einfache Umwelt, in der ich mich sofort emotional zurechtfinde. Im UKE nehmen zurzeit 60 Patienten mit Waschzwang an der Studie zur virtuellen Therapie teil. Für viele von ihnen möglicherweise die einzige Chance, ihren quälenden Zwang loszuwerden. Trauer um die Opfer der Erdbebenkatastrophe. Rund 2000 Menschen kamen gestern Abend auf dem Hamburger Rathausmarkt zusammen. Und dann ihre bleiben sie immer geradeaus. Ein breites gesellschaftliches Bündnis aus Religionsgemeinschaften, Gewerkschaften, Politik und Wirtschaft hatte dazu aufgerufen. Gabriela Pohler. Mit so vielen Menschen hatte niemand gerechnet. Der Rathausmarkt war voll, obwohl die Veranstaltung relativ kurzfristig organisiert worden war. Es zeigt, wie groß das Bedürfnis der Menschen ist, gemeinsam zu trauern. Es ist wichtig, dass die Menschen, die Gefühle haben, die trauern, dass sie einen Raum finden, einen öffentlichen Raum finden, gemeinsam zu trauern. Und gerade der Rathausmarkt bietet sich dafür sehr gute Gelegenheit. Bischöfin Fers in ihrer Funktion als Vorsitzende des interreligiösen Forums ist sichtlich bewegt. Wir haben ja versucht, auch in dieser Gemeinschaft Trost und Hoffnung zu geben, aber wir merken auch, wie unaussprechlich schmerzhaft diese Situation im Moment ist. Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit sprach für alle Hamburgerinnen und Hamburger. Die Anteilnahme ist groß. Es sind ja auch sehr viele, die sich persönlich auf den Weg gemacht haben, innerhalb von Stunden Hilfe organisiert haben. Und jetzt ist eben auch die Zeit, unsere Herzen und Portemonnaies zu öffnen, denn die Situation ist noch lange nicht gut. Viele derer, die zu der Gedenkveranstaltung gekommen waren, haben Verwandte in der betroffenen Region. Mein Mann kommt aus der Türkei. Ich habe auch Freunde, die da betroffen sind in Antakya, Thailand. Also die Bilder sind ganz schrecklich. Das hilft auf jeden Fall, dann Trost zu finden. Deswegen bin ich auch extra hergekommen. Aber ich finde es auch ganz toll, dass sie sowas machen. Ja. Meine Cousine wurde aus den Trümmern gerettet, Gott sei Dank. Sie ist Krankenschwester. Wir sind glücklich, dass viele doch noch gerettet werden konnten. Und wir beten für sie alle. Unterdessen steigen die Opferzahlen weiter. Und die